Servus die Marl und grüß euch die Buben. Ja Freunde, wie man wieder mal an meinem Gebäck erkennen kann, gibt es wieder einen Overnighter und diesmal wieder einen spontanen. Mir ist um 7:30 eingefallen, das geht sich aus. Und es ist jetzt 20.32 Uhr und ich bin schon ein Stückchen am Berg herum. Da werde ich auch meinen Overnighter machen. Und zwar nicht an dem Plätzchen, wo ich sonst bin, sondern es gibt da abseits im Wald so ein kleines Plätzchen. Da war ich schon ein, zweimal, eine schöne Stelle. Und da will ich heute mal meinen Biwak aufschlagen. Ja, was uns noch alles erwartet. Schauen wir mal. Auf alle Fälle muss ich mich etwas sputen, denn ja, um 20.50 Uhr geht die Sonne unter. Gut, egal. Licht habe ich genug mit. Gehen wir mal. Ja, inzwischen ist es 20.45 Uhr und hier im Wald wird es schon recht duster. Ja, die Kamera hält das noch ein bisschen auf, aber bald werde ich ein Licht brauchen. Ja, ich bin aber jetzt eh in der Nähe, muss da jetzt den Hügel da drüben will ich noch hinauf und dann bin ich in etwa bei dem Plätzchen, wo ich hin will. Ich glaube, hier hätte ich eine Stelle gefunden, die halbwegs gerade ist. Ja, wir haben auch schon 9 Uhr. Ich glaube, da werde ich mich jetzt niederlassen. Schnell ein bisschen zusammenräumen und alles aufbauen. Bis gleich. So, Freunde, es ist jetzt 9:45 Uhr. Mein Setup ist fertig. Mein Biwi steht, es ist alles hergerichtet. Da hinten habe ich noch die Outdoor-Matte. Da habe ich den Rucksack reingepackt. Regen steht keiner bevor und in dem Sinn wird es jetzt einmal gemütlich. Mein Sessel ist auch wieder dabei. Ja Freunde, jetzt gibt es noch leckere Eierspätzle und mit seinen Fleisch-Sugo drüber. Und das mache ich mir jetzt auch so kurz vor 10 eine Kleinigkeit futtern. Kann nicht schaden. Richten wir mal alles her. Jo, hier habe ich einmal Platz gemacht. Alles gerade steht. Heute nehme ich wieder den kleinen Dux. Hier sind schon die Eierspätzle drin. Da kommt jetzt noch Wasser dazu, die müssen wir nur kurz aufkochen. Und dann ist das Ganze eigentlich fertig. Geht recht schnell. So. Zündet ja auch verdammt schnell. Das wird auch nicht lange dauern. So. Ja, ich bin auch schon gespannt auf die Nacht. Wir sollen heute an die 11 Grad, 10, 11 Grad in der Früh bekommen. Oh, das wird sicher gemütlich. Ein Schlafsack einmal ein bisschen testen. Ja, ich habe wieder das Biwi um Ofen und nur natürlich das Moskitonetz. Ich habe den Lüfter heute auch dabei. Mal schauen, ob ich ihn brauche oder nicht. Lassen wir uns überraschen. Ja, das kocht perfekt. So, den brauchen wir auch nicht mehr. Löschen wir gleich ab. Super. Mischen wir das einmal durch und dann setzen wir uns einmal gemütlich hin und werden den Pott einmal leer machen. So Freunde, und jetzt lassen wir es einmal schmecken. Quasi Mahlzeit.
Ja, Wetter ist noch optimal. Wir haben noch 17 Grad, also war auch heute nicht so extrem warm. Ja, aber will ich da jetzt keine langen Zähne machen. Ich werde jetzt einmal mein Töpfchen leeren und dann melde ich mich wieder. Ja, Käfchen muss ich mir natürlich auch noch genehmigen. Ist klar. Ja. Auch wenn es schon spät ist, aber das macht nichts. Auf das freue ich mich jetzt. Und geht schon los. Ja, Käfchen ist fertig. Herrlich. Ja, Freunde, in dem Sinn wieder mein Gruß an die Krankensessel zuerst und dann an den Rest der Welt. Prost, Freunde. Ja, Platzerl ist recht schön. Da dürfte irgendwo ein Fest im Gange sein. Hört ab und zu Musik und Schreie, aber ja, stört mich nicht. Ja, Freunde, in der Zwischenzeit ist es 11:15. Es wird auch schön langsam kühler, muss ich gestehen. Klar, beim Sitzen wird es natürlich immer kühler. Aber die Temperaturen fallen schön langsam. Ja, Freunde, es ist jetzt richtig kühl geworden beim Sitzen. Wir haben jetzt, es ist nach 23 Uhr. Ja, und ich werde mich schon langsam in die Falle begeben. Die Müdigkeit ist da und ja, ich schmeiße mich jetzt in die Falle und dann melde ich mich noch einmal. Ja, Freunde, ich liege jetzt herinnen. Da ist gerade ein Feuerwerk, wahrscheinlich extra für mich. Aber ich werde jetzt gute Nacht sagen. Man sieht sich morgen in der Früh. In dem Sinne, gute Nacht, Freunde. Schönen guten Morgen, Freunde. Ja, ihr seht richtig, ich bin bereits bepackt. Musste leider WO geben, meine Isomatte hat mich im Stich gelassen, die hat um 2 Uhr die Luft verloren, die ist genau bei der Einblasöffnung, ist sie defekt, das kann man auch nicht mehr reparieren. Haben mich bis jetzt bis 3:15 durchgeschlagen, aber es ist unmöglich. Schmerzen ohne Ende, ohne Isomatte. Ja, was soll's. Ja, Frühstück fällt alles aus. Das werde ich alles zu Hause genehmigen. Wie ihr seht, es wird schon langsam hell. Wir haben jetzt 4.15 Uhr. Ja, und mein Plätzchen ist zusammengerichtet. Ich habe alles eingepackt und ja, jetzt gehe ich halt schon langsam nach Hause. Was so ist. Ja, Freunde, ich bin hier unten angekommen. Der Tag wird gleich beginnen. In 10 Minuten geht die Sonne auf, aber die werde ich nicht mehr sehen. Ich sage trotzdem danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen.
Schade, dass es leider so zu Ende ging, aber kann man halt nichts machen. Ist halt so. Servus die Maulen und pfiat euch die Buben.